Yo Leute, herzlich willkommen zu Madison. Ja, endlich mal wieder ein Horrorspiel auf dem Kanal, nach langer Zeit. Vor allen Dingen jetzt, wo wir Oktober haben, passt es doch perfekt zur Saison, nicht wahr? Ich meine, das letzte richtige Horrorprojekt, das ich auf dem Kanal gebracht habe, war, glaube ich, das Resident Evil 8 DLC. Das war das letzte wirkliche Horrorprojekt. Ich muss nur gerade ein bisschen gucken. Ich würde die Lautstärke vielleicht ein bisschen runterstellen. Eventuell. Steuerung erstmal nicht. Sprache. Scheinbar ist man nicht in der Lage, hier an den Gamma-Einstellungen zu drehen, sprich an der Helligkeit. Gut, bei einem Horrorspiel ist das vielleicht auch ein bisschen ein zu starker Stimmungskiller, zugegeben, aber trotzdem hätte ich mir das eventuell gewünscht, weil ich weiß nicht, wie dunkel das Spiel ist. Mir wurde gerne mal gesagt, dass in den Videos, die ich dann hochlade, es teilweise sogar dunkler ist als bei mir auf meinem Fernseher. Also das, was ich jetzt gerade auf meinem Fernseher sehe, ist nicht so dunkel wie das, was ihr nachher auf YouTube sehen werdet. Deswegen, sorry, aber es scheint hier nicht möglich zu sein, irgendwas an den Kameraeinstellungen zu drehen. So, und gerade Madison und ein weiteres Horrorspiel sind mir wärmstens von einem sehr guten Freund empfohlen worden. Sodass ich mir dachte, okay, ich nehme sie mal spontan in meine Liste mit rein. Ich hatte sowieso vor, in diesem Monat, da es so schön gerade gepasst hat, langsam Horrorprojekte wieder anzufangen. Ne? Klar, weil Oktober und weil wir schon so lange kein Horrorspiel mehr hatten. Also fangen wir jetzt erstmal mit Madison an. Ich weiß nichts über das Spiel, um ehrlich zu sein. Ne? Dadurch, dass es eben spontan in meine Liste gerutscht ist. Ich habe nur so ein bisschen über die Trophäen drüber geguckt. Ich weiß, es gibt Collectibles. Um die werde ich mich nach Möglichkeit im ersten Durchgang kümmern. Das kann ich im Vorhinein auch schon mal sagen. Ich habe schon gesehen, die Platin ist in 3 Spieldurchgängen möglich. Also im ersten Durchgang werde ich erst einmal ganz normal spielen, ne, das Spiel auf mich wirken lassen, es kennenlernen und versuchen, mir möglichst gut zu merken, was ich wann zu tun habe. Denn im zweiten Spieldurchgang versuche ich zum einen, das Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu schaffen und zum anderen versuche ich, das Spiel möglichst schnell durchzuspielen. Vielleicht ist es mir dann sogar möglich, den dritten Durchgang komplett zu sparen, wenn ich schnell genug sein sollte, weiß ich an der Stelle nicht, aber wir werden sehen. Erstmal tun wir uns die Ruhe an im ersten Durchgang, ne? Wir machen in aller Ruhe und schauen uns an, was das Spiel zu bieten hat. Neues Spiel. Normal oder schwer? Normal empfohlen, optische Hinweise, Fotografiezonen, normale Gegner, unendliche Sofortbilder, automatisches Speichern. Bei schwer keine optionalen Hinweise, keine Fotografiezonen, schwierigere Gegner, unendliche Sofortbilder, automatisches Speichern. Okay, also die letzten beiden Punkte scheinen gleich zu bleiben. Nur die ersten 3 ändern sich. Ja, deswegen ist es eben empfehlenswert, beim ersten Mal normal zu wählen, damit man überhaupt weiß, was will das Spiel von einem. Die optischen Hinweise darauf, womit man interagieren kann, braucht man dann im Normalfall ab dem zweiten Durchgang nicht mehr. Hoffentlich. Aber wird schon funktionieren, wird schon passen. Also dann, normal. Ich frage mich, ob es auch einen weiteren Schwierigkeitsgrad gibt, den man später freischaltet, wo dann automatisches Speichern deaktiviert ist. Wo man dann das ganze Spiel am Stück ohne zu sterben schaffen muss. Tja, wir werden sehen. Spiel starten, jawohl, let's go. Ah, Leute, ich freue mich. Das erste Horrorspiel seit langem. Bloodiest Games. Oh my God. Okay, und wir sind schon im Spiel. Ja. Man sieht schon anhand des Schattens. Answer me that. Just answer me that. Wie interagiere ich? Oh Gott. Ah. What the hell were you thinking? What in the hell crossed your mind? Okay.
the fuck is happening to you? You've ruined our family. What am I gonna do now? Okay. What am I gonna do? What am I gonna do now? Ich habe das Gefühl, ich will die Person auf der anderen Seite lieber nicht kennenlernen. Wow, Alter, das, der Gegenstand ist jetzt ein bisschen zu schnell nach oben gewandert. Alter, hat, was zum... This can't be happening. God. Alter. Okay. Uff. Na super. Scheint so, als ob ich mich... Oh, du hast keine verwendbaren Gegenstände. Schlecht. Ich habe sonst nichts, womit ich vielleicht sogar Licht machen könnte. Scheinbar nicht. Okay. Jetzt sieht so aus, als ob er nicht mehr vor der Tür steht, sondern davor hockt. Gehe ich mal von aus. Okay, womit kann ich hier sonst noch interagieren? Irgendwie gibt es hier gerade nicht viele Möglichkeiten. Ach, der Fernseher? Rotieren. Wow. Okay. Kann ich klettern oder so? Das wirkt hier alles so, als ob ich... Moment. Kann ich da links lang? Okay, ich dachte, hier auf der rechten Seite wäre alles zugerümpelt. Ich kann doch hier hoch. Okay, damit kann ich mir zumindest ein bisschen Licht machen. I have to find a handle. Okay. Also mit R2 packe ich die Gegenstände und mit dem rechten Analogstick ziehe ich die Gegenstände in die gewünschte Richtung. Alles klar. So, lesen. Von deinem Cousin Romeo, Macklemore Street 626. Aha. Kann ich den auch öffnen? To John Maxwell and Family. An John Maxwell und Familie. Ja, kann ich den auch öffnen? Oder muss ich ran... Moment. Muss ich ranzoomen? Damit ich den öffnen kann? Ich bin jetzt gerade mega verwirrt. Ich muss den doch öffnen können. Oder brauche ich einen extra Brieföffner? Das kann doch nicht sein. Der ist doch schon offen. Ups. So, ich leuchte erstmal da in die Ecke. Ah. Ah, wow. Hoppala. Ah, ein Türgriff. Okay. Ja, wenigstens schon mal etwas. Hier noch was? Nö. Okay, dann rotiere ich den Fernseher mal weiter in die Richtung. Naja, das leuchtet die Ecke hier jetzt natürlich wegen der Tür nicht so weit aus, wie ich es gerne hätte. Nein, das war schon richtig. So. Ja, aber hier scheint sowieso nichts zu sein. Heck ist es. Okay, dann werden wir jetzt mal den Griff da oben ausprobieren. Gibt's eine... Ah, mit L2 kann ich ein bisschen schneller laufen. Okay. Benutzen. So, und zack. Was haben wir denn da? Ein Hammer! Okay. Geht doch. Also ich werde jetzt auch im ersten Durchgang versuchen, alle Collectibles von dem Spiel
zu bekommen. Mal gucken, ob es mir gelingen wird. Also gehe ich jetzt recht in der Annahme, dass der Briefumschlag leer ist? Wenn ich den Brief nicht lesen kann, dann scheint der Umschlag ja tatsächlich leer zu sein. So merkwürdig das auch erscheint. Ich hätte erwartet, wir können den Brief direkt You are not my son! You are not my son! Hätte ich die Tür zumachen sollen? Der Priester? What an idiot I was! Taking you with them. Zu wem? Was zum... Why? Come on. Why is this happening? Maybe I can get up through Grandpa's house. Okay. Give me my son back. I want my son back. Alter. Was ist hier los? Ich werde hier in eine Situation reingeschmissen, die ich überhaupt nicht begreife. Oh Gott. Ich werde hier scheinbar... Oh Gott. I gotta get out of here. Okay. Ich werde hier scheinbar von meiner eigenen Familie gefangen gehalten. Ja, toll. Aber Hauptsache, ich habe das Teil noch da. Mit den tollen Fotos. Boah, ich sehe nix. Komme ich hier überhaupt weiter? Ja, scheinbar schon. Okay, mitten durch die Dunkelheit. Ja, komm schon. Hallo. Okay. Also meine eigene Familie hält mich fest, weil sie scheinbar der Überzeugung ist, ich bin nicht mehr der Sohn, den sie kennen. I need to find a way out before Dad notices I'm here. Okay. Was zum... Bin ich besessen und weiß es nicht, oder was ist hier gerade Phase? Jesus Christ. Warte mal. Hallo? Das war doch vorher nicht da. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, die Ecke war doch vorher leer. Wo kommt die her? Ist die Uhrzeit wichtig? Ja, bitte. Oh Gott, Alter. Oh, die Tür war vorher, glaube ich, auch nicht offen, oder? Ah, ich gucke mich erstmal hier im Flur um. Alter, schon wieder so ein Ding? Ja, ich kann die Sonnenkiste aber nicht benutzen. Wenn ich R2 drücke, dann gibt's nur so ein Klicken. Hm. Okay, noch einige Briefe mehr. Jesus. Mhm. Oh Mann, ey. Was ist hier in der Geschenkbox? My birthday present? Luca. Happy Birthday, Luca. 16 Jahre alt. We love you. Mom, Dad, and... Was steht da? Oh. Eine Kamera. Ist das schick. Okay, L2 halten, um die Kamera zu verwenden. R2 für ein Foto schießen. Okay. It must be broken. Okay. Sonst noch etwas hier? Außer die ganzen Kakerlaken oder Schaben auf dem Boden, was auch immer. Hallo? Grandpa is just like Dad. Okay. Was ist hier passiert? Albert Maxwell 1968. Hi. Okay.
leicht creepy, das Gemälde. Beziehungsweise das Foto, ne, eingerahmt. Das könnte man fast als Schild benutzen. Das Ding, guckt euch das an. Lecker. Ich habe jetzt ehrlich gesagt damit gerechnet, dass hier einer vorbeiläuft, während ich da durchgucke. Ne, schöner Jumpscare. Habe ich fest mit gerechnet gerade. Okay. Madison Hale. Da ist schon mal der Name-Drop vom Spiel. Die Familie Hale. Gehöre ich zu der Familie oder ist das die besagte Kamera? Also ich gehe stark davon aus, dass es die Kamera, die ich jetzt bekommen habe. Gehöre ich? Oh, wow, 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 wow. Ich, Alter, mir sind die Bilder jetzt erst aufgefallen. What the? Okay, starren die mich alle an? Ich bin mir gerade unsicher. Boah, ey, diese permanenten Geräusche hier, ne? Ständig wird irgendetwas verrückt. Und ich fühle mich selber auch gerade verrückt. Bedummtes. Ja, toll, abgeschlossen. Wovon soll ich jetzt ein Foto machen? Wow. Alter. Das haptische Feedback von den Triggern wieder. Puh. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen. So oder so. Soll ich davon ein Foto machen? Von den... Schütteln. Okay. Ach so, gedrückt halten. Okay. Okay. Tja. Hat mir jetzt nur wenig gebracht. Soll ich damit irgendwas machen? Na schön. Ein bisschen das Licht spielen lassen. Nett. Irgendwas soll ich mit der Kamera jetzt machen. Wow! Alter, was zum Teufel war das denn jetzt? Okay. Tür wieder offen, yay. Oh Gott, und das ist zappenduster. Och nö, jetzt erzähl mir nicht, ich muss die Kamera als Lichtquelle nutzen. Oh nein. Hilfe! Ja, genau, und die... Und die Uhr ist noch näher rangerückt. Was zum Teufel? Okay, also das Spiel ist scheinbar nach einer Mörderin benannt, die während eines Hexenprozesses viele Leute umgebracht hat. Und... Ja. Keine Ahnung, da ist... Wasn't there a door here? Ja... Okay, hallo? Uhr. Hallo. Okay. Jetzt ist hier eine Tür und die Uhr ist weg. Cool. Okay, was zur Hölle
Soll ich hiervon nochmal ein Foto machen? Okay. Keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie ganz komisch gedacht, von wegen, ich mache ein Foto von der Wand und die Tür ist wieder da oder so. I don't know. Kann ich da jetzt vielleicht? Wow! Ja. Ach so, das ist mein Inventar. Ach so. Ich dachte gerade eben schon. Ja, bitte. Oh Gott, ey. Ich mach mal hiervon ein Foto. Wie gesagt, ich weiß nicht, was das bringen soll, aber der Fotoapparat scheint ja sehr wichtig zu sein. Der wurde gerade eben in den Nachrichten auch noch einmal irgendwie als besonderer Gegenstand, den scheinbar keine Sau haben wollte, betitelt. Vielleicht, weil er verflucht ist oder was weiß ich was. Ich rechne hier so oder so natürlich mit irgendeiner übernatürlichen Scheiße. Ich meine, nach all dem, was wir bislang schon gesehen haben, wäre es ja auch komisch, vom Gegenteil auszugehen, ne? Die Tür ist jetzt... Ah, ein Zahlenschloss ist das. Das sehe ich ja jetzt erst. Okay. Ja, die Frage ist, habe ich jetzt irgendwo... Warte mal. Vielleicht neun... hier, auf der Rückseite vom Foto, 1968, versuchen wir das doch mal. Oder? Genau, 1968. Versuchen wir mal. Man hat ja auch auf dem einen Bild den Großvater mit der Kamera gesehen. Vielleicht war dem die Kamera wichtig. Also geben wir doch mal das Jahr ein. 68. So. Benutzen. Ach, bestätigen kann ich nicht. Okay, also kann man davon ausgehen, dass es falsch. Ja gut, wäre ja auch vielleicht zu leicht. Gott, ich hätte gerne irgendeine andere Lichtquelle gerade, außer die Kamera, die mir ja quasi nur für eine Sekunde anzeigt, was vor mir liegt im Dunkeln. Ich hatte gehofft, vielleicht kann ich hier durch irgendwelche Zahlen erkennen, aber ich sehe gerade nichts. Boah, diese Bilder sind auch so unangenehm, wie die plötzlich gespawnt sind, ne? Okay, irgendwo muss es doch einen Hinweis auf die Lösung für das Zahlenschloss geben. I should find a nail or something to hang it with. Okay, ich brauche einen Nagel hierfür. Ah, da soll dieses Bild hin. Okay, verstehe. Ja. Wait. Jetzt steht da schon wieder das Ding. Sag mal. Oh, sie ist stehen geblieben. Moment. Moment. Dann gucke ich mir doch mal glatt die Uhrzeit an. Es ist 12.15 Uhr. Oder? Nee, Quatsch. Ich bin ein Trottel. 3 Uhr. Es ist genau 3 Uhr. Frage ist nur, soll mir der Sekundenzeiger auch noch was sagen? Wenn der schon stehen geblieben ist? Ich weiß es nicht. Aber die Lösung wird ja wohl kaum 3.0 oder 0.3.0.0 sein, oder? Versuchen wir es. 0300. Ja, habe ich mir fast gedacht, dass das nicht richtig ist. Ansonsten wäre ja auch 15 Uhr möglich.
Auch nicht? Oder warte mal. Nicht, dass es heißt, ich muss... Wenn ich das eingegeben habe, nicht, dass ich dann einmal so rausgehen soll und dann erst wird geguckt, ob ich die richtige Zahl eingegeben habe. Ich weiß nämlich, wann sich das Schloss öffnet. Sobald die richtige Zahl eingegeben ist, oder... wenn ich danach das Schloss quasi verlasse, sozusagen. Wenn ich dann eben aus dem Schloss rausgehe. Moment, da ist doch ein Nagel. Ah, und jetzt läuft das Ding auch weiter, ja klar. Wegen dem Nagel ist die Zeit nicht weitergelaufen. Jesus! Ah ja, natürlich. Eine schattenhafte Gestalt, die da lang läuft, wo keine Tür ist. Live! Und jetzt klingelt auch noch das Telefon. Geil. Aber in dem Raum, wo wir nicht reinkommen. Ist das Telefon da drin? Nö. Jetzt hat's auch aufgehört. Ja, cool. Ja. Wir haben ja den Nagel gebraucht, also... Bam. So. Und jetzt... Bild. Mit meinen telekinetischen Kräften habe ich es vollbracht. Und nun? Soll ich jetzt davon vielleicht ein Foto machen oder so? Okay. Soll ich scheinbar tatsächlich. Ich muss regelmäßig Fotos von irgendwas machen. Und gerade dieses Bild vom Großvater scheint irgendwas. Oh. Zu bewerkstelligen. Es kann Türen wieder erscheinen lassen. Natürlich ist es abgeschlossen. Gott verdammt. Ja, bitte. Knister, knister. Kann ich mich da wieder durchquetschen? Ja, kann ich, aber bringen wird es mir herzlich wenig. Naja. Das Problem mit dem Zahlenschloss existiert ja weiterhin. Und jetzt habe ich hier eine Tür, aber keinen Schlüssel dafür. Oder ist hier... Ja, bitte. Ja, bitte. Irgendwas ist da hinten in dem Flur wieder passiert. Alter. Hier passiert... Hier... Ich höre hier ständig random Geräusche. Ja, klar. Jetzt noch eine Tür. Da, wo eigentlich keine Tür sein sollte. Soll ich die Tür jetzt auch nochmal fotografieren? Ja, das hat nur leider nichts gebracht. Soll ich das Foto, das Gemälde nochmal fotografieren? Nö. Bringt nichts mehr. Hing das Bild vorher auch noch da oben? Wahrscheinlich. Habe ich nur vorher nicht drauf geachtet. Ja, mir gehen so langsam die Ideen aus. Ja, meine Idee war jetzt, das Foto nochmal zu fotografieren. So komisch das auch klingt. Soll ich hier nochmal gucken? Wäre schön, wenn ich mal Zahlen bekäme, die ich benutzen kann. Ne? Ich wollte gerade sagen, kann ich mit dem Bild nicht mehr interagieren oder was? Boah, meine Güte. So, 1968 war doch richtig. Ich bin mega verwirrt gerade. Ich weiß so langsam, ehrlich gesagt, nicht mehr, was das Spiel von mir noch wollen könnte.
Ich behalte es mir natürlich vor, jederzeit auch einen Guide zu Rate zu ziehen, sofern ich... Moment. Gab es bei der anderen Tür auch irgendwelche Interaktionsmöglichkeiten mit den Schlössern vielleicht? Konnte ich da auch irgendwie... irgendwas machen mit den Schlössern? Ich kann da scheinbar versuchen, Gegenstände zu benutzen. Aber der Hammer bringt hier natürlich nichts. Ups. Ich wollte jetzt eigentlich kein weiteres Foto schießen. Na super. Kann ich hier den Hammer benutzen? Nein. Hier kann ich leider nichts benutzen. Also jetzt habe ich echt keinen Plan mehr, Leute. Sorry. Jetzt bin ich langsam mit meinem Latein am Ende. Deswegen würde ich langsam nachschauen, was genau ich jetzt zu tun habe. Ah, okay, Leute. Ich habe mit diesen Schubladen nicht interagiert, was ich mal früher hätte tun sollen. Hallo, Schlüssel. Hätte ich von Anfang an machen können. Ups. Da bin ich echt die ganze Zeit um den Schlüssel herumgetanzt. Ja, herrlich. Alles klar. Ich sollte mir auf jeden Fall in Zukunft immer ganz genau Schubladen und sonstige Sachen angucken. Überall, wo Sachen drin versteckt sein können. Witchcraft or mental illness? Ja, Hexerei oder geistige Krankheit? Psychologische Krankheit. Madison agonized a few hours before she died. Okay. Madison hatte ein paar Stunden bevor sie starb Schmerzen. Serial Killer caught and murdered. Serienmörder gefangen und ermordet. Madison Hale, 43 Jahre, alte Serienmörderin. Okay. Dad said he was repairing Grandpa's house, but instead he's been investigating this woman? What is going on? Wednesday, also Mittwoch, 17. Juni 1987, Serienmörderin wurde tödlich in den Bauch geschossen oder ja, in die Magengegend. Madison Hale dumped her victims' bodies inside a well in her basement. Madison Hale hat die Leichen ihrer Opfer in einen Brunnen in ihrem Keller geworfen. Alter. 43-jährige alte Satanistin tötet ihre eigene Familie während einer Hexenzeremonie. Dreadful. Okay. Also wirklich, der Vater scheint da ja ordentlich Nachforschungen angestellt zu haben. St. Jupiter's Cathedral, the church. Ah, schön, das können wir auch, uns auch auf Deutsch durchlesen. Sehr gut. Polizeibeamter Russell bezeugt: Wie wir von der Polizeistelle informiert wurden, hat der Beamte, der das Leben von Madison beendet hat, ausgesagt, dass die Serienmörderin vor ihrem Tod um ihre Sofortbildkamera gebettelt hat. Es wird vermutet, dass die 43 Jahre alte Frau Fotos von ihren Opfern gemacht hat, nachdem sie diese verstümmelt hatte. Kathedrale von St. Jupiter, die Kirche des Grauens. Nach einer langen Reihe von Vorfällen ist die Kathedrale von St. Jupiter wieder in den Schlagzeilen, weil sie eine öffentliche Totenwache für die Seele der 43 Jahre alten Serienmörderin Madison Hale abhalten will. Diese hatte vergangenen Monat insgesamt 4 Leute ermordet. Die Wache ist öffentlich und der Eintritt ist frei. Laut den Worten der Priester wollen sie versuchen, Madisons Seele mit göttlichem Licht zu erfüllen, damit sie die Tore des Himmels erblicken mag. Okay. Wieso genau? Wieso bemühen sie, wieso sollten die sich um die Seele einer Serienmörderin so krass bemühen? Weiß ich nicht, finde ich nur komisch. Okay, die anderen Artikel können wir auch lesen.
Madison Hale, 43 Jahre alte Serienmörderin. Serienmörderin Madison Hale wurde von Polizeibeamten Russell erschossen, der kürzlich bezeugt hatte, sie dabei ertappt zu haben, wie sie ihre Opfer in einen Brunnen auf ihrem Besitz verstümmelte. Madisons qualvolle Stunden vor ihrem Tod. Obwohl ihr in den Bauch geschossen wurde, überlebte die Mörderin noch für einige Stunden. Serienmörder gestellt und ermordet. Bis zu 4 menschliche Körper involviert. Die Polizei fand verstümmelte Körperteile in ihrem Keller, der den Beschreibungen nach aussah wie aus einem Film. 4 zerstückelte Leichen wurden in Hales Haus gefunden. Augenscheinlich gab es 4 Opfer. Hexerei oder Geisteskrankheit? Beweise für eine Geisteskrankheit wurden im Haus der 43 Jahre alten Madison Hale gefunden. Anscheinend wollte sie ein finsteres Ritual durchführen, bei dem womöglich Menschen ermordet und zerhackt werden sollten. Die Polizei... Und hier... 43 Jahre alte Satanistin tötete ihre eigene Familie während einer Hexenzeremonie. Man mag es kaum glauben, aber die 43 Jahre alte Frau wurde dabei ertappt, wie sie Bilder aufnahm von einem ihrer... Madison Hale hat die Körper ihrer Opfer in einen Brunnen in ihrem Keller geschmissen. Serienmörderin erlitt tödlichen Schuss in den Bauch. Grauenerregende Bilder von den Körpern der Opfer wurden in Hales Keller gefunden. Die Frau nahm die Bilder von den toten Körpern auf, nachdem sie zerstückelt... Ja, der hat ja extrem viele Nachforschungen über diese Frau angestellt. Oh, ein Schlüssel mit Jay darauf. Natürlich geht er nicht mehr an. Okay. Also entweder sind wir wirklich besessen und wissen es nicht, oder der Vater denkt das nur. Aber der muss ja irgendwie auf den Gedanken gekommen sein. Die Frage ist, was genau ist passiert, dass er das denkt? Da muss ja irgendetwas schon passiert sein. Hat mein Charakter eventuell den Großvater ermordet oder sowas? Und weiß es nicht? Nehmen, ablegen. Hä, was? Was kann... Nehmen. Notizbuch von Luca. Okay. My notebook. So Dad's the one who took it away from me. Aha. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt etwas ablegen kann. Werde ich die Gegenstände nicht alle brauchen? Ach, ich habe... Jetzt sehe ich das auch erst da oben rechts. 5 von 8. Ich habe nur ein begrenztes Inventar. Ja, keine Ahnung, dann lege ich erstmal die Sonnenkiste weg. Wow, und ich bekomme dafür eine Trophäe? Die Bronzetrophäe Extra-Taschen. Interessant. Okay, Moment. Da ist noch ein... Moment, da ist ein Tonband, das würde ich gerne haben. Und hier noch etwas? Nö. In der Schublade ist ausnahmsweise nichts, aber hier vielleicht? Ah, guck mal. Thomas? Priester Thomas. John, ich hoffe, das wird dir nützlich sein. Bitte sei vorsichtig. Denke daran, worüber wir gesprochen haben. Ich melde mich wieder, so schnell ich kann. Priester Thomas. Ich weiß, dass Bandaufnahmen altmodisch sind, aber ich bin nicht so gut mit Computern. Okay. Ja, das ist ja jetzt, glaube ich, kein Gerät, mit dem ich eine Kassette abspielen kann. Nur ein Ding, nur so eine Art Aufbewahrung. Ja, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ne? Einfach nur zur Aufbewahrung von Kassetten. Aber nicht zum Abspielen, schätze ich. Hi. Grandpa's house. I haven't been here since he died. Cool. Alles klar. Ja, ich bin gespannt. Das war doch schon mal ein netter Einstieg in das Spiel. Ich würde auch sagen, das reicht für den ersten Part, fürs Erste. Und jetzt, wo ich ein besseres Verständnis von dem Spiel habe, komme ich vielleicht in Zukunft etwas flotter durch das Spiel. Wir werden sehen, ne? So oder so würde ich für heute erst einmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!